Ja, moin Leute, ne? Oder besser, guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Kite of the Lamb. Ja, mit mir, dem Shiny. Ja. Man sieht, ich habe bisschen was am Avatar verändert. Das sieht man so im rechten Auge. Ich dachte, wenn wir hier schon die ganze Zeit so ein besessenes Etwas spielen, dass ich das Auge vom Charakter so ein bisschen anpasse, also vom Avatar, dass es so aussieht, als wäre der Avatar so auch so teils besessen. Deswegen habe ich ein Auge mal so schwarz-rot gefärbt. Dass ich das mal direkt am Anfang erkläre. Kann aber sein, dass ich das auch noch ein paar Mal im Stream mache. So, was ich jetzt zuallererst mal vorhabe. Ich pay mal selbstständig ein paar von diesen Fallen rein. So dass der nächste von euch, der da was reinpayt, es sich auch instant gönnen kann. Ich will mal den ersten das gönnen, dass ihr da nicht unendlich farmen müsst. Deswegen sende ich das jetzt ein paar Mal rein. Ach ja, hatten. Obwohl, auch mal darf ich es nur einmal direkt werfen. Danach darf ich es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Ich wollte es tatsächlich jetzt eigentlich neu mal, also auf neuem pushen eben. Das Teil lässt mich nicht. Palbanto und Maxtreme sind jetzt befreundet. Keine Ahnung, warum ich nicht reinpayen darf. Mache ich es einfach zu jedem Stream, dann kommt ihr zumindest näher ran. So. Meine Untertanen haben jetzt mittlerweile ein Toilettenhäuschen. Ich wollte an die Kiste wenden. Goldbarren werden hergestellt. Ich brauche noch welche. Ich muss gerade mich nur daran erinnern, wofür ich sie brauchte. Ach ja, dafür. Für den Reinigungsposten. Dafür brauche ich die. Und die Raffinerie kann ich ja eigentlich schon mal bauen, ne? Obwohl, ne, die haben wir schon gebaut. Damit mache ich das auch gerade. Boah, ich bin nicht ganz da, offenbar. Bin schon zu viel besessen. Ich muss noch einen Goldbahn im Auftrag geben. Außerdem muss ich den Glauben irgendwie steigern. Eventuell kann ich jetzt hier einmal kurz noch eine Predigt halten. Oder eine neue Doktrin kriegen. So, wir wollten darauf jetzt ja erstmal komplett gehen. Einfache alltägliche Verrichtungen oder große ewige Monumente. Führe ein Ritual in deinem Tempel durch, das alle im Bau befindlichen Gebäude sofort fertigstellt. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das 3 Tage lang temporär das Erzeugungstempo für Hingabe in deinem Schrein um 20% erhöht. Ganz ehrlich, die Gebäude sind ja eigentlich so ganz schnell gebaut, ne? Ach, ich nehme trotzdem das hier. Die Hingabe fühlt sich so schon gut genug. Jetzt haben wir was Neues hier. Und alle sind glücklicher. Ich kann mir aber immer noch nichts hiervon leisten. Momentan. Los, Ben. Jetzt habe ich genug Goldbahn. Jetzt fehlen nur noch die Holzdinger. Ich wollte da nicht wieder rein. Ich glaube, mit dem Holz, das könnte ein bisschen dauern. Naja, ich bräuchte noch 2-mal Holz. Also 5 Holz insgesamt. Dann könnte ich mir den Rest holen. Vielleicht sind hier noch ein paar Bäumchen. Ich habe doch extra ein Klohaus gebaut. Mann, ich weiß schon, warum ich den Reinigungsposten will. So, was gönnen wir uns denn jetzt noch? Ein Heilquartier. Ein Ort, um kranke Anhänger zu heilen. Ja, danke. Das könnte noch nützlich werden.
kostet mich wahrscheinlich auch nur ein Vermögen. Reinigungsposten. Direkt neben dem Klo, bitte. Da kacken die mir wenigstens nicht mehr überall hin. Oder zumindest wird die Kacke dann weggeräumt. Ich muss auch ein paar Mal öfter angeln gehen. Eins ist vermasselt. Ach, Sunny. Leg dich schlafen. Wisst ihr was? Die arbeiten jetzt. Beziehungsweise die schlafen jetzt und wir ziehen los. Was ist denn hier los? Ja, ich kann lecker Kriechen in der Nähe riechen. Ich bleib, wo ich bin. Es ist genug für dich und auch genug für mich. Lass deinen Anhänger nicht durch die Gegend streuen. Man kann nie wissen, wer in der Nähe ist und Hunger hat. Ich kaufe ihn. Ich lasse ihn doch nicht sterben. Kannst direkt mitkommen. Ich hoffe, ich habe das Bett für ihn. So. Wer hat bisher immer den meisten Dreck gemacht? Warte. Der hat Hingabeerzeugung. Ach nee, das haben die ja jetzt alle, ne? Er macht die Felder schon. Wisst ihr was? Dafür nehmen wir den neuen. Und ich bin jetzt ganz fies und nenne ihn einfach Putzkraft. Also hier ist jetzt stets dieser Spinnenhändler, der manchmal Leute bei sich hat. Okay. Panzerhandschuh des Sturms. Ein Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln. Anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtend. Okay. Reinigendes Feuer. Verschießt drei Projektile gleichzeitig. Die Flammen der Reinigung brennen dreimal so hell. Bringt es mir hier, wenn ich das perfekt mache? Dafür müsste ich es erstmal perfekt machen, ne? Ich will es doch nur wissen. Frösche! Die Krallen machen echt gut Schaden. Und haben eine sehr gute Reichweite. Und sie sind nicht so langsam wie die Drecksaxt. Mir gefallen die Krallen. Ah, der schießt dann doppelt so viele. Hab gerade einmal perfekt gehabt. Easy. Aua. Nicht die Knochen vergessen. Lass die Fallen einfach für mich arbeiten. Ha! Diese Krallen sind geil. Kopfsteinpflasterboden. Ah, ich habe einen neuen Boden. Jetzt kann ich Pfade machen. Da so ein Steinweg? Sage ich nicht nein.
Wir haben noch nicht den Laden von der Ebene gefunden. So, weg mit dir, Froschi. Mir gefallen die Krallen. Ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber ich sag's trotzdem nochmal. Baumschumpf-Lammstatue. Oh ja, das ist eine schöne Statue. Die will ich haben. So, wir gehen noch die restlichen Wege. Ich vergesse die ganze Zeit, diese Pilze kann man ja auch abernten. Ich meine ja irgend so einen komischen Gehirnwäschepilz. Oder man muss einen speziellen Pilz vernichten. Ich hau einfach die Pilze klein. Wird schon irgendwo passen. Der Froschraum. Vor allem die Range von den Krallen ist richtig groß. Größer als bei der Axt oder dem Schwert. Vor allem der letzte Schlag. Der hat einfach doppelt so viel Reichweite als angegeben. Wir haben eine neue Lieblingswaffe gefunden. Komm, laden. Ja. Was kriegen wir? Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Projektil! Projektil ist gekauft. Durchgehend die Möglichkeit, auch Fernkampfangriffe zu haben, das nehme ich doch. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, der Zauber, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich nehme mal das Fragezeichen. Oh, wer bist du denn? Guido, ich hab von dir gehört. Du bist der Anführer von diesem Kult. Wenn du was springen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, die Loyalität deiner Anhänger zu erhöhen. Oh, ich kann von einem die Loyalität erhöhen. Alter, ist Dark alt. Alter, ist Akaya alt. Die sind alle alt. Werden die älter, je mehr ich eine Predigt halte? Ich glaube, eine Stufe 5 ist die Maximalstufe, weil ich kann Sunny nicht auswählen. Ach nee, vergiss das. Hier, du kriegst 60%. Alter, das ist wirklich viel. Danke! Okay, das Feuer kann ich nicht kaputt machen. Okay, diese Fragezeichen sollte ich mitnehmen immer. Die sind sehr interessant. Danke. Du musst nicht mal ansatzweise daneben stehen, um zu treffen. Das ist wunderschön. Oh, neue Gegner. Ich bin aber sehr langsam. Der Icho-Auswurf oder den türkischen Dolch? Mir gefallen die Krallen, ich nehme den Auswurf. Weil ich finde diesen Schusszauber echt schlecht. Bei dem Icho-Zauber, da muss ich ja wenigstens nur zielen. Außerdem vergiftet er die in den meisten Fällen. Nehmen alles an Knochen mit für Rituale. Außerdem ist die Zeit dann auch noch verlangsamt. Ich glaube, die werden auch langsamer, wenn die in der Pfütze sind.
noch einen Grund, diesen Wurf zu haben. Oben oder rechts? Auf jeden Fall erstmal das da. Blumentorbogen. Ein Bogen aus verflochtenen Blüten und Ranken. Irgendwann mache ich mir eine richtig coole Base. Unten war die richtige Wahl. Ich nehme mal die Fischis. Dann habe ich ein bisschen mehr Nahrung. Was ist das denn für ein Ding? Lebensenergie opfern. Wie viel will der denn von mir? Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Was kriege ich dafür? Herz im Gegenzug erhalten. Ah, ich opfer ein ganzes Herz generell, aber ich kriege dafür ein Seelenherz. Nee, warte, ich habe das sogar noch. Ja, das ist doch ganz praktisch. Vor allen Dingen, wenn man so am Ende vom Level steht. Dann könnte man hier so sagen, ja komm. Ich sag eben kurz, ich opfer hier eben kurz ein Herz und gönn mir ein Seelenherz. Ah, der Frosch schon wieder. Bei dem ist dieser Ausruf eh richtig gut. Weil ich das auf diese Eier werfen kann. Bleib mal dort. Okay, ich muss auf Leben achten. Nein, der war fast tot. Oh. Ey. Kai, das Klohaus ist frei. Leute, Mutter, haben wir ein Klohaus. Was ist mit Sunny los? Der bewegt sich gar nicht mehr. Mir wieder ein Upgrade holen. So, erhöhen wir erstmal die Ausdrucksstufe unserer Waffen. Ich glaube, da hat ab irgendeinem Punkt gestern nicht richtig gespeichert. Tani war gerade eben 41 Jahre alt. Ist er jetzt 42 Jahre alt? Nach der Predigt oder... Ich jetzt einfach mal gucken. Ja, die altern damit. Irgendwann fallen die an Altertod um. Muss ich ja als nächstes wirklich mal in diese Leichengrube investieren. Anführer, Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden und sie verfluchen unseren Lebenswandel. Aber sie wollen beitreten, sollen wir sie willkommen heißen. Ja, kann man machen. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube des Kults zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet Falschinformationen über dich. Andere Anhänger könnten beeinflusst werden. Erziehe diejenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen. Oder opfere sie einfach, es sind ja deine Regeln. Ja, genau. Jeder, der sich wieder selbst geopfert hat. Okay, der macht sofort den Glauben. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unkünfte. Äh.
Wen hole ich rein? Ich kann ja schon mal für die Zukunft denken. Und sagen, das wird der nächste Sunny. So, wie erziehe ich die denn um? Erzieh ihn um. Was will der denn? Warte mal. Dafür fehlt das Material. Das gibt's mir, Schwinn. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Danke. Ja, schade, dafür fehlen die Knochen. Ich hätte ihn sonst jetzt geopfert. Ich kann schon wieder eine neue Doktrin holen. Machen wir mal Gesetz und Ordnung. Sünde bestrafen oder Tugend feiern? Schaltet die Anhängeraktion Ermorden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme. Aber manche Anhänger empfinden das als verstörend, falls sie wach sind und es mitbekommen. Ritual des Anhängeraufstiegs. Führe in einem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lassen kannst. Anhänger erhalten Loyalität. Das nehme ich. Loyalität für alle finde ich super. Wie kriege ich den Ketzer dazu? Ich ziehe einfach wieder los. So, den türkischen Dolch. Und die Explosion. Ah, okay. Einfach nur eine Nachricht für die Länder des Bischofs. Das Holz nehmen wir uns natürlich mit. So. Ihr seid mir zu viel auf einem Haufen. Ich habe mal eben kurz nochmal eine Spende reingesammelt. Ich versuche ja, wie gesagt, das so zu pushen, dass ihr beim nächsten Mal reinpayen eure Anhängerziehung bekommt. Die werden nicht gestoppt, wenn man sie angreift, die Skelette. Okay, ich schätze mal, dass oben Tarotkarten sind, weil die beiden rechten sind ja irgendwie verbunden. Ja, ich lag richtig. Ich nehme das mit dem Eifer. Das könnte ganz nützlich beim Boss sein. Weil der ja durchgehend Ads spawnt. Kriege ich keinen neuen Gegner, bevor ich nicht den geschafft habe. Ah, hier ist noch ein Händler direkt. Hallo. Der unglückliche Lashy.
Jüngster der fünf, er büßte seine Augen ein. Temperamentvoll, er häkelt mit ihrer sauber durchtrennten Kehle. Der feige Kalamar, dem die Ohren vom Haupte gerissen wurden. Und Shabura, eigentlich der klügste Kopf der fünf, bis dieser gespalten wurde. Nichts Böses sehen, sagen, hören oder denken. Jener, der wartet, hat dafür gesorgt. Das war alles? Mehr kriege ich nicht? Nur eine Rede? Okay. Eine Federheitskette! Dann kann ich den Bewegungstempo von irgendwem steigern. Da ist ein Haus. Da ist ein Anhänger und hier wäre nur Stein. Und da wäre Essen. Wir nehmen das Haus. Ach, schon wieder der. Oh, hier sind mehrere Anhänger. Ich würde ja, aber ich habe das Geld nicht. Mir fehlt genau eine Münze. Es tut mir leid, Kleiner. Ich kann dich nicht kaufen, selbst wenn ich wollte. Außerdem habe ich eh schon zu viele im Kult. Das viele Gras hat gerade gestört. Man hat nichts gesehen. So, tschüss. Tschüss. Flammenschuss 7, Vampirdolch 8. Ja, das Heilen nehme ich gern, das kann ich mehr gebrauchen als Gift. Ich lasse wieder die Pfeilen für mich arbeiten. So, Platz geschaffen. Er ist tot. Geschafft. Ah, diese ganz großen Pilze, die muss ich, wenn, dafür oben liegen. Okay, wir gehen nach unten. Gute Entscheidung. Die Hunde des Schicksals fände ich hier jetzt ganz praktisch, aber ich würde halt auch diesen Wächter gerne mal ausprobieren. Das wird nur Projektile ab. Der Boss hat keine Projektile. Ich nehme den und. Nochmal ein bisschen Holz. So, den Boss sollte ich jetzt easy schaffen. Also diese Steinpfeile ist so lächerlich. Die aus dem vorherigen Level, die fand ich wesentlich schlimmer. Boss-Time. Diesmal schaffe ich ihn hoffentlich.
Ja, das ist irre stark gegen den. Alter, der ist jetzt schon fast tot. Und tot. Fusion wurde besiegt. Ich habe einen Frosch bekommen. Komm in meinen Kult. Goldklumpen. Nee, ich nehme das Holz. Ich habe damit die meisten Probleme. Das erste von vier geschafft. Jener der Bart und trete wieder zu uns. Betest du mich nicht an? Bringst du mir keine Opfer da in der Hoffnung, meine Gunst zu gewinnen? Wenn du zu deinem Kult zurückkehrst, wirst du eine neue Opfertruhe finden. Dann kannst du Opfer darbringen, die ich meiner unermesslichen Güte zu Münzen umwandeln werde. Und was du den Kult stärken kannst. Aber ich lasse mich nicht leicht zufriedenstellen. Machst du mir allzu oft die gleichen Geschenke, sinkt der Preis. Aber keine Angst, mit der Zeit wird der Preis, wird der Wert wieder steigern. Zoll mir einen angemessenen Tribut und du wirst belohnt werden. Okay, ich kann Sachen opfern und dafür was bekommen. So, ich wollte ja darin mal investieren. Kann ja sein, dass ich sie noch brauche. So, Tag 23. Wir wollten ein Gefängnis aufstellen. Ich spüre meine Knochen knirschen und meine Sehkraft schwinden. Aber mein Herz singt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe, oh mächtiges Lamm. Ich bin zu alt und schwach, großer Anführer. Wir bleiben nur noch ein paar Tage. Oh, er stirbt bald. Ach ja, stimmt ja. Einsperren. Dann kann er wenigstens keine Hassreden mehr schwingen. Ich nehme hier schon mal den Ersatz für Akaya. So, wir halten noch mal eine Predigt. Da sind ein paar krank. Warum auch immer. Müssen sie ja nutzen, dass Akaya noch lebt. Eiferwaffen. Okay. Sie können die göttliche Inspirationsleiste dann vergrößern. Ich gehe mal auf Flüche, dass wir mal ein paar mehr Flüche zur Verfügung haben. Aber langsam füllt sich die Liste. So, ihr könnt direkt bleiben. Ich gehe nochmal auf Gesetz und Ordnung. Ist in der Liebe oder im Krieg alles erlaubt? Rituelle Kampfgrube. Führen den Tempel ein Ritual durch, bei dem zwei Anhänger sich bis auf den Tod bekämpfen. Ist er denn? Du fühlst dich barmherzig. Führen deinen Tempel ein Ritual durch, damit du einen deiner Anhänger heiraten kannst. Erhalte 30 Glauben. Ja, bitte. Wer will mich heiraten von euch? Ey, nein, ich hab hier schon wieder Fanfiction-Material. Wieder haben wir eine göttliche Inspiration. Die werden immer teurer. Hm.
Oh. Da soll ich eventuell mal drauf gehen. Das hier habe ich noch gar nicht gebastelt. Düngersilo. Das baue ich jetzt auch mal. Das könnte nämlich ganz wichtig sein. Muss ich nur... eben kurz Platz dafür machen. So, helft ihr mir bei der Arbeit? Dann düngern die wenigstens auch. Boah, kann man da viel reintun? Jetzt fehlt halt wirklich nur noch, dass die für mich ernten. Oh. Itakuas Berührung. Hervorbrechende Eis und die getroffene gegen einfinden. Ruf aus der Tiefe, mit dem das Winterjahr begann. Und das Vampirschwert. Okay. Oh, ein durchgehender Zauber mal zur Abwechslung. Noch mehr als genug einfach aus denen raus, weil ich jetzt wieder aufladen kann. Könnte bestimmt ganz praktisch sein. Ich muss mir merken, was instant vor mir ist, wird nicht getroffen. Ich glaube, das Friesen macht sie langsamer. Aber mehr auch nicht. So, das kranke Herz habe ich damit verbraten. Hier kommt jetzt bestimmt wieder der Priester. Ja. Oh, direkt alle drei. Fünf Zacken eines Pentagramms. Fünf Zeichen des Untergangs vorab. Fünf Geschwister Seite an Seite. Fünf Götter und ein Schamura, wir sollten dich nicht stören, aber... Schamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Lechi wurde niedergestreckt. Fünf werden zu vier, werden zu drei, werden zu zwei, zu einem, der wird zu nichts. Schamura, ruhe dich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch, Kalama. Oh, Schwester. Natürlich, Schwester. Ich weigere mich. Du wirst knien oder ich zwinge dich dazu. Okay, ich habe nur noch Kämpfe vor mir. Niemals knie ich vor euch nieder. Ich glaube, mit Niederknien hätte ich mir den ganzen Raum gerade leichter gemacht. Wenn die so schön in einer Reihe stehen, dann muss ich reinkieten. Zum Boss ist es eh noch weit. Da ist wieder so ein Gehöhlenwäsche-Pilz gewesen. Ein neuer Frosch. Oh, der spuckt Fliegen. Die kann man aber auch wieder zerschlagen. Ist ja keinerlei Gefahr. Hallo, wer bist du denn? Ich habe einen Tod gefunden. Bitte tut uns nichts. Wir sind einfach Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Soso hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäschepilzen zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze. Er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Pilze findet. Und jetzt haben wir zu viel Angst. Entschuldigung, falsche Taste.
um mit leeren Händen zurückzukommen. Würdest du ihm Pilze bringen? Wenn du ihm Pilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn in der, bei der Sporengrotte. Oh, ein neuer Ort. Entschuldigung, ich gehe ja schon. Beruhigen die sich? Nee. Die haben jetzt Angst, weil ich sie getroffen habe, was ich nicht wollte. Ich wollte nur die Pilze. Oh. Ja, kann man nehmen? Opfer da bringen. Was bringt das Opfer? Ah, ich kann mir noch den Tarotkarten nehmen. Chance auf Seelenherzen, bitte. Es tut mir leid. Da ist irgendwas unter dem Raum. Ich gehe da lang. Ich will mal wissen, was das ist. Ach, ich klau dir deine Hingabe. Du olle Echse. Oh, trägt die Karte wieder. Chance auf kritische Treffer bitte und was auch immer hier kommt. Ach so, das wird aufgeladen. Standen wieder so schön in einer Reihe. Wenn die so schön beieinander stehen, in einer Reihe auch noch, da muss ich doch einfach reinnieten. Ich habe doch keine andere Wahl. Erst die Fernkämpfe loswerden. Die Frösche sind absolut kein Problem. Exo ist nicht mehr krank. Ja. War ja einer von denen, die sich ausruhen sollten. Damit sie mir nicht alles voll kotzen. Nutze den Stein. Nutze den Stein. So macht man das halt da, wo ich herkomme. So konnte man ein bisschen schneller abfahren. Eingefroren. So, ich will die Steine einfach schneller wegkriegen. Den Wurst kann ich auch gleich noch erschlagen. Das kriege ich. Oh, die Panzerhandschuhe wieder. Ich kriege die sogar in giftig. Aber sie ist dann ein bisschen schwächer. Ich habe den Wald. Hol die Natur zu dir. Gibt's auch so einen Ackerboden? So, ich will wissen, was da ist. Gegnerische Lebensenergie halbiert, doppelter Schaden erleiden.
Ah, das sind so Räume mit einem Plus-Minus für mich, ne? Kann das sein? Also, so verfluchte Räume, so gesehen. Ich selber krieg doppelten Schaden, aber sie haben halt weniger Leben. Ha! Easy. Die Reichweite von der Kralle immer noch so krass. Perfekt. Easy. 3 Münzen. War ja nix. Richtig leichter Raum. Einfach einmal in den Kombo reingehauen und direkt alle tot. Oh, die Hunde des Schicksals, die nehme ich gerne. Die sind mega geil. Salopp. So, dann weiter. Jetzt habe ich einen richtig guten Zauber. Okay, ein Nekromantenschwert 9. Und ein Vampirdolch 9. Na gut, Heilung ist immer ganz nett. Nämlich mehr als das Gift. Und der Deutsch ist halt auch richtig geil. Einfach durchrasiert. Okay, das war easy. Zeit für den Boss. Vergesst die ganze Zeit, dass man ihn nicht stunt. Der greift nur in eine bestimmte Richtung an, okay. Ein Seelenherz, endlich noch meins. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Seelenherzen und normale Herzen durch Gegner zu kriegen. Das ist sehr gut. Okay. Zack. Panzerhandschuh. Göttlicher Schneesturm. Wirft Gegner zurück und friert sie ein. Okay, das ist eine gute Abwehr. Nehme ich zumindest, bis ich beim Boss rum bin. Dann hole ich mir wieder die Hunde mit. Hey! Haben wir noch irgendwas abgezogen?
Nee, ich nehme wieder die Runde. Oh, gib mir doch mal einen Heal. Danke. 10 Jahre muss man mal auf einen Heal warten. Solange man auf die Frösche einprügelt, können sie ihre Schüsse nicht machen. Bisher ist der Raum sehr gerade. Okay, Boss. Endboss. Erstmal. Oh, der macht diese ekelhaften Fliegen. Okay, der Charge ist auf jeden Fall schlimm. Muss immer nach diesem Biss zuschlagen. Tot! Okay, der war easy. Der sieht auch interessant aus. Was will ich denn mitnehmen? Kürbiskern. Oder eine Anhängerform. Ja, komm mal, was Neues zu essen für die. Anhängerform kann ich auch so noch finden. So, dann kehren wir mal zum Kreuz zurück. Easy. Ich muss schon sagen, bisher habe ich mit diesem Spiel echt viel Spaß. So, dich wollen wir ja noch umerziehen. Na, Sunny? Entschuldige, Anführer. Ich hätte gern ein paar Blumen aus Düsterholz, dann, wenn du welche sammeln könntest. Er will Kamelien. Ja, das lässt sich einrichten. Ich glaube, das ist wieder eine alt. So, wir haben noch eine neue Doktrin. Gucken wir uns jetzt mal das Letzte von Arbeit. Findet man Frieden in der Erholung oder Ruhm in der Arbeit? Führ in deinem Tempel ein Ritual durch, das deinen Anhänger ermöglicht, 2 Tage und Nächte durchzuarbeiten, ohne zu ermüden. Führ in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem du einen Ruhetag ausrufst. Deine Anhänger werden 1 Tag lang nicht arbeiten und 80 Glaube wird erhalten. Also damit könnte ich auf jeden Fall meinen Glauben mal komplett wiederherstellen. Das nehme ich. Halt so einen Feiertag für die. Das wäre ganz nützlich für den Fall, dass ich jetzt gerade wirklich kaum noch was übrig habe. So, die Nacht ist ja jetzt gerade angebrochen. Ja, einer ist auf jeden Fall alt geworden. Die haben Hula-Hemden an. So, solange die einen freien Tag haben, gehen wir mal das neue Ding angucken. Dieses Sporengebiet. Die Sporengrotte. Die haben ja Beschäftigung. Ah, hier kann ich auch wieder Tarotkarten kaufen. Karten? 25, 25 und 35. Nee, 25, 35, 35. Wenn ich gegen sie rolle, kriegen die Schaden die Gegner. In der Nacht der Schaden höher oder Bewegungstempo höher. Ich nehme erstmal Bewegungstempo, behalte den Rest Geld.
weiß ja nicht, ob ich jetzt noch ein Geld weiter drehen brauche. Hier sind einfach nur Sachen zum Kaufen, also Deko. Und du bist wahrscheinlich der Pilz, Heini. So. Ich bin natürlich so. Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Nur ein kleiner Witz, den so gerne macht. Ah ja, Pilze sind Sosos Leidenschaft. Aber so braucht mehr. So braucht immer mehr. Auch einfach so sammeln, ja? Ja! So kann sein Anhänger da draußen nicht hören. Sie lügen, sie stehen, sie flüstern sich Geheimnis über so hinzu. So weiß es einfach. So wird alles tun. Es wird an deinem Altar beten. So widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache. So reißt dir den Kopf ab. So zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger deinen Wegen öffnen. Aber du musst sie nicht bei Soso anwenden. Oh nein, Soso wird dir freiwillig folgen, solange du Soso weiter Pilze bringst. Soso, alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anora und such Pilze für Soso. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Ja, der will jetzt Pilze. Und der hat definitiv einen Vogel. Hier war einfach eine Deko drin. Anhängerform kaufen. Ach, ich kann mir hier einfach die Anhängerform kaufen. Nee, ich krieg die auch so. Na gut, dann gönne ich mir noch das mit den Rollen. Das mit der Nacht, das ist mir zu zeitabhängig. Als dass ich es jetzt kaufen würde. Aber ich hol's mir noch. Kann es sein, dass das alle Gebiete waren? Oder da unten rechts? Den Berg könnte ich mir noch vorstellen. Nee, da sind ein paar Orte. Da würde ich sagen, da kann man noch irgendwas machen. So, die haben alle ihren Schlafplatz. Und irgendwoher haben sie Glauben verloren. Wahrscheinlich, weil ich arbeiten gehen musste. Boah, ich brauche dringend, dass sie das auch selber anbauen, damit ich durchgehend Essen farme. So, ich würde jetzt auch einmal nochmal in einen Dungeon gehen. Geschlafen. Und dann würde ich für heute auch schon Schluss machen. Wir gehen übrigens jetzt mal wieder nach Düsterholz. So, wir kriegen die Kralle und den normalen Flammenschuss. Ich würde gern zu dem Haus eigentlich tatsächlich gehen. Das da war noch auf jeden Fall immer was Neues. Ich gehe hier lang. Okay, die war einfach hier. Und hier ist Ratau. Meine Liebe nahm mein Herz. Auf die See hinaus. Ja, auf die See. Dort wird es wohl noch immer sein. Noch immer. In ihrem Bett auf dem Meeresgrund, oh weh. Komm, Kreuzzüger, nimm dir einen Augenblick Zeit, dich auf meiner Suche zu begleiten. Ich suche nach dem Herz, als eins in meiner Brust schlug. Das tat es, bis es mir genommen wurde, von ihr. Ich sitze hier schon seit so vielen Jahren. Sogar ihr Gesicht ist aus meiner Erinnerung verblasst. Und doch suche ich weiter. Ich suche immer fort. Ich habe ein Dutzend Herzen, weißt du? Aber keins davon gehört mir. Die gehören dir, wenn du sie haben mit Kreuzzügler. Für mich sind sie wertlos. Ich will nur jenes, das eins mir gehörte. Damit ich einen letzten Blick auf ihr Gesicht werfen kann. Also dieser Raum ist einfach nur zum Fullhealen. Aber es können auch Seelenherzen hier drin sein.
kann die Dinger einfach umbringen. Ohne dass es Konsequenzen hat. Also man kann sie hier richtig hardcore healen. Was ist das denn? Opfer darbringen von 20 Münzen. Statue der Bestie begehrt Gold. Was kriege ich dafür? Essen! Die Statue gewährt dir einen Überfluss an Nahrung. Ah, und hier ist Geld drin. Wahrscheinlich damit man auf jeden Fall was zum Opfern hat. Ich könnte nochmal 30 Gold austauschen. Gegen Nahrung. Ja komm, geben wir noch mehr Nahrung. Das gebotene Gold wurde gestohlen. Die Statue ist wütend. Ah, okay, man darf nicht das Gold dafür nehmen, was hier drumherum ist. Alles klar. Oh, was bist du denn? Zeuge Agaris. Okay, der charged einfach nur. Ach, das ist der erste Boss nochmal, ne? Das Schwert ist hier gerade richtig gut. Ich finde, der ist absolut nachhaft, der Boss. Die Edge finde ich viel schlimmer. Genau deswegen. Aber ich verliere ja nichts, ne? Dann ist ja alles gut. Okay, ich brauche auf jeden Fall auch eine bessere Waffe. Die Klaue war dafür echt nicht so toll. So, sie haben das Holz wieder aufgebaut. So, Sunny wird langsam alt. Oh, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist ohne Marke. Ich bin dankbar, großer Anführer. Ich segne dich nochmal. Beziehungsweise ich inspiriere dich. Also einer von denen wird auf jeden Fall jetzt demnächst sterben. Das lässt sich nicht verhindern. Kürbisse sind nichts wert. Goldbahnen sind gerade 10 wert. Also, wir können nochmal eine Inspiration für heute abgreifen. Den Missionar hatte ich bisher noch gar nicht. Ach komm. Ich überlege gerade. Ich hol mir die Vogelscheuche. Dann ist meine Saat ein bisschen mehr beschützt. Ich arbeite ja hauptsächlich auf die Farm 2 hin. Will ich auf jeden Fall haben. So. Wie groß ist denn die Reichweite?
Ich würde hier eine Zelle wegnehmen. Ja! Bis entlassen! Ja. Und Palband hat ins Gras gebissen. Ein Anhänger ist gestorben. Herzliches Beileid. Leichen sind nicht gut für die Hygiene und können dazu führen, dass deine Anhänger krank werden. Du musst Anhängern in eine Leichengruppe oder ein Grab beisetzen, um ihre Verwesung zu verhindern. Natürlich ist es eine Menge Fleisch, das einfach verschwendet wird. Opfergrube kostet 5 Holz und 10 Gold. Wie grimmig er guckt. Ich sollte halt gucken, dass ich die wirklich opfer, bevor sie sterben. Das ist zumindest besser, als wenn sie so tot umfallen. So, wieder was Neues dazugekommen. Fluch des Nekromanten könnte ich mir gönnen. Ich komme bei den Waffen langsam ans Limit. Okay, 3 neue Flüche. Oder Rechtschaffenheit. Oder wir nehmen Eiferwaffen. Ja, wir kommen. Nehmen wir noch mehr Flüche. Maximale Flucheigenschaften. Und sogar noch heftigere Waffen als nächstes. So, und wir können wieder eine Doktrin durchsetzen. Es geht halt echt schnell. So, machen wir mal das. Es gilt die Wurzel allen Übels oder enthält das wahre Böse es von mir. Schalte die Anhängeraktion den 10. Abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger Geld ein. Schalte die Anhängeraktion bestechen frei. Besticht einen Anhänger mit 3 Gold, um seine Loyalität zu erhöhen. Nee, ich nehme lieber Geld von ihnen. Da muss ich weniger verkaufen. Dann wird es Zeit für ein Begräbnis. Was hat Pal denn am meisten immer gemacht? Er hat da oben beim Holz gearbeitet. Komm, dann begraben wir ihn auch dort oben. Komm, wir beide, Sunny, wir machen jetzt eben kurz Pals Grab. Groß Anführer, ich mag dich, nein, ich liebe dich. Würdest mich zur glücklichsten Kreatur der Welt machen und mich heiraten? Natürlich, Sunny, lass heiraten. Wisst ihr, Leute, erst wollte Sunny Scheiße fressen, jetzt will er mich heiraten. Rituale? Heirat. Wir müssen ja als nächstes die Heirat durchführen. Darauf freut sich Sunny. Darauf hat er sein Leben lang gewartet. Naja, jedenfalls speichere ich hier jetzt. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß mit dem heutigen Stream hattet. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen auf YouTube. Ein Follow auf Twitch. Und ich wünsche euch damit dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr das guckt.